Ja, da sind wir gerade frisch aufgestanden. Hallihallo, ihr Lieben. Willkommen zu Folge 3 von Staxel. Light on Staxel. Wir liegen hier gerade noch so im Bett. Jimmy war an unserer Bettkante und es hört sich so an, als würde es draußen regnen. Oh, durch unsere kaputten Scheiben kann man das auch schon fast sehen. Draußen regnet, Jimmy. Und wir müssen jetzt raus. Komm, wir werfen mal einen Blick nach draußen. Oh ja, ich glaube, heute müssen wir nicht bewässern, oder? Komm, wir gehen mal raus. Wir sind nicht aus Zucker. Oh, regnet es in der Map dann auch? Yo, voll cool. Jetzt ist doch ein perfekter Moment, um was zu pflanzen. Aber ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen was loswerden. Ich lege erstmal so ein bisschen was hier rein. Unter anderem, guck mal, die Gießkanne, die lege ich mal hier rein. Die brauchen wir erstmal nicht. Genauso wie das zu essen. Die Schaufel lasse ich auch erstmal hier. Wer weiß, was wir noch alles benötigen. Was war das nochmal? Das war irgendwie das Huhn in einer Kiste. Genau, das brauchen wir nicht. Was war das? Die Pharma-Lizenz. Die sollte ich vielleicht dabei haben. Ne, falls wir mal in die Pharmakontrolle kommen, so allgemeine Verkehrs-, nicht Pharmakontrolle, und dann bitte Pharma-Lizenz zeigen. Und das tue ich mal alles hier unten hin. So, was haben wir denn da noch? Ein einfacher, bequemer Stuhl, ein Tonkrug. Schön. Aber wo ist jetzt die Axt? Wir haben doch eine Axt bekommen. Betrug! Wo ist die Axt? Warte mal. Gibt's nicht sowas wie ein Inventar? Ach, guck mal, die Axt. Ah, ja. Ach, guck mal, wir können viel mehr im Inventar lassen. Das sind nur unsere Quickslots. Ich verstehe. Jimmy, wo bist du? Ich wollte die Scheune platzieren. Bist du dabei? Komm, wo könnten wir eine Scheune haben? Ich glaube, ich fände es ganz cool, wenn da so unser Haus ist, wenn hier so die Scheune ist. Oder hier so? Was sagst du? Der bleibt bei seinem Hütchen. Ist es zu nass. Da stellt er sich unter den Dachüberstand. Warte mal, kann ich das hier mitnehmen? Dann zerbreche ich das mal, weil das ist ein bisschen im Weg. Ach, Hammer habe ich nicht dabei. Das ist jetzt doof. Okay, ich mache das einfach mal. Ich baue jetzt den Stall hier hin. Aber das ist falsch rum. Naja, einfache Scheune, Grundvoraussetzung. Zwei Trog, zwei zu wenig. Ach, guck mal, das ist die Scheune. Ah, okay. Seht ihr das? Das wäre jetzt die Scheune. Ja, aber doch nicht so rum. Warte, ich brauche bestimmt einen Hammer, damit ich das wieder... Hui! Damit ich das wieder drehen kann, weil das ist mir nicht ganz so geheuer. Den Hammer, den möchte ich bitte mitnehmen. So, und dann drehen wir das nochmal, das Ganze. Hoffentlich habe ich das jetzt nicht kaputt gemacht, das Schild. Oh, okay. Scheunen. Ja, das müssen wir... Okay, dann mache ich das lieber irgendwie hier hin. Warte, pass auf, ich mache mal das, den Baum hier weg. Jetzt hacken wir zum ersten Mal. Oh, ich halte gedrückt. Mehr geht nicht, mehr geht nicht. Bäm. Oh, sind wir Hulk oder was? Krass. Haben wir auch eigentlich so eine Kraftanzeige? Weiß ich jetzt gar nicht. So, dann bauen wir die Scheune mal irgendwie hier so hin. Ach klar, wir können ja drehen. Natürlichement. Ja, das ist doch ein guter Platz. Das finde ich schön. Ach, das macht Spaß, das Spiel. Dann bauen wir mal unsere Scheune hier auf, wohl. Jimmy bewacht die Brücke, das ist gut. Unser Wachhund. Zwei Trog, zwei zu wenig. Wie baue ich denn jetzt einen Trog? Hast du noch Essen, Jimmy? Ja. Ich guck mal gerade, was es hier sonst noch so gibt. Oh, meine Güte. Boah, in dem Spiel steckt so viel drin. Pfosten. Aber einen Trog brauche ich ja.
Aua, aua, aua. Ich wollte mal gerade unsere, ich wollte mal gerade unsere Dings zeigen. Oder Objectives oder Log oder so. Journal. Nee, leider nicht. Was brauchst du nochmal? Ich wünschte, ich könnte das lesen. Dach. Was steht da? Wie gesagt, ne? Also ich habe es in den anderen Folgen auch schon gesagt. Das ist eine sehr frühe Version oder eine recht frühe Version. Da kannst du sowas kommen. Dach fehlt. Dach fehlt. Das Dach fehlt. Ja, klar. Ah, okay. Das können wir jetzt quasi mitnehmen. Okay, jetzt haben wir eine Kiste, die platziere ich mal hier so hin. Da sieht die besser aus. Also brauchen wir einen Trog. Den bekommen wir doch bestimmt. Ich gucke mich mal so ein bisschen hier auf unserem Grund und Boden um, was wir hier überhaupt alles so haben. Oh, kaputte Fenster, die müssen wir reparieren. Unser Zaun sieht, glaube ich, ganz gut aus. Der scheint intakt zu sein. Hier haben wir überall Farmland, das ist auch schön. Ich dachte, vielleicht finde ich hier irgendwo einen Trog. Guck mal, hier fliegen auch so kleine Viecher rum, ne? Und Pilze hier hinten. Cool, nehme ich mal mit. Ein weißer Pilz. Bloß nicht essen. Man weiß nicht, was das ist. Oh, wo geht's denn da hin? Mysteriös. Oh, ich will auch irgendwie erkunden, irgendwie. Die Welt erkunden. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Da ist eine Schnecke. Jimmy, ich bin mal kurz im Dorf. Ne? Ich guck mal, wo ich einen Trog herbekomme. Oder derer zwei. Oh, wir müssen uns eigentlich mal hier so eine Regenjacke und Gummistiefel hier kaufen. Geht ja nicht, dass wir mit unseren Sneakern hier rumlaufen. Wir sind jetzt offiziell Farmer, da wir müssen uns auch entsprechend kleiden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir einen Trog nur im Baumarkt finden. Bei der Jote. Bei der Jote Asir. Wie hieß sie noch gleich? Aliza. Oh, Aliza. Guck mal hier, Aliza. Bereit vom Meister persönlich zu lernen? Ja, sicher. Ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst nur drei Sachen. Bestandteile, Blaupause oder Rezept und Handwerksstation. Oder nicht? Die Stationen, die du brauchst, um die Scheune zu bauen, stehen alle im Handwerksladen. Kannst du gerne nutzen, aber wehe, du rennst damit weg. Wenn du Bauten zerstörst, wenn Bauten zerstört werden, dann sind sie unbrauchbar, bis sie repariert wurden. Also. Ach, da, guck mal. Die Blaupause hier zeigt dir, wie du einen Trog für die Scheune bauen kannst. Ich habe aber das Gefühl, du weißt schon, wie man so einen oder anderen Block herstellt. Du brauchst aber die Blaupause, um es dir einzuprägen. Dann kannst du so jederzeit den Blaupausenunterpunkt in deinem Inventar finden. Ich gebe dir mal einen Moment, um dir das anzugucken. Schwatz mich an, wenn du damit durch bist. Voll cool gemacht. Einprägen. Du hast erfolgreich das Rezept für Lilatlok gelernt. Und wie kann ich das jetzt machen? Ich will das alles bauen und alles überhaupt. Warte, warte, warte. Hey, oh, hallo, wo kommst du denn plötzlich her? Blaupause, Blaupause. Da? Nein, da, da. 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 Leerer Trog, was brauche ich? 6x Bauholz, 2x fine Lumber, 3 Nägel. Oh, ich brauche die Säge. Da ist die Säge. Säge, 2x Rohholz. Ist das Rohholz, was ich im Inventar habe? Jo, das ist Rohholz. Kann ich statt dahin legen. Ach cool. Oh, wie cool das ist. Craften. Oh, wie geil. Ja, aufheben. 2 Bauholz. Oh, wie gut das ist. Wir brauchen, was brauchen wir noch gleich? 2 Bauholz. Wir haben 2 Bauholz. Ach, an einer Säge.
ich verstehe. Jetzt nehmen wir das erstmal wieder mit. Ah, jetzt langsam. Jetzt verstehe ich's. So, jetzt haben wir hier nämlich Bauholz draus gemacht aus dem Rohholz. Und jetzt nehmen wir... jetzt nehmen wir das und bekommen... okay. Und bekommen fein Lamba. Ich verstehe. So, das Ganze müssen wir nochmal machen. Okay, warte, dann mach erstmal alles durch. Ach, jetzt ist nicht mehr genug Rohholz da, oder wie? Ah, ich verstehe. Oh Mann, ein bisschen kompliziert ist es auch, ein bisschen frickelig. Aber wenn man einmal dahinter gekommen ist, dann geht's eigentlich. Okay, jetzt haben wir zweimal fine Lumber. Und für den leeren Trog brauchen wir zweimal fine Lumber. Sechsmal Bauholz. Ach Gott, da muss ich ja noch ganz viel Rohholz. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist nicht genug. Okay, pass auf, Aliza. Ich komme nochmal wieder. Ich nehme das erstmal mit. Und dann komme ich nochmal wieder, aber nicht? Ich muss ein bisschen Bäume fällen. Ich könnte mir vorstellen, dass das im Dorf ein bisschen doof ist. Das heißt, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Haben wir denn unser Äxtchen da? Unser Äxtchen. Da können wir auch mal ein bisschen erkunden gerade, ne? Guck mal hier. Da ist Wasser. Da gehen wir mal hin. Dann machen wir mal diesen Baum hier kaputt, aber mit voller Omme. Mehr geht nicht. Bäm. Oh, guck mal. Hat der komplett gefällt. Wie cool. Okay, 25 Rohholz. Danke, lieber Baum. Ich hoffe, die wachsen nach. Guck mal, eine Palme. Auch cool. Hier ist der Strand. Was ist da? Na klar, eine Schnecke auf dem Sand, weil Schnecken mögen Sand so sehr, weil der so schön schleimig ist. Oh, wenn man hier eine Höhle finden würde, das wäre auch irgendwie cool. Und dann bin ich wieder voll in Minecraft drin. Hier so unter den Dings, das sieht auch cool aus. Dieser dichte Wald hier, auch schön. Also, wir sind ja schon bei Folge 3, ne? Und ich hatte gerade so den Gedanken, ich will nicht nur 4 Folgen machen. Aber wir spielen es ja auch am 23. im Stream, hoffe ich. Voll cool. Aber jetzt müssen wir erstmal Holz verarbeiten. Das dauert zugegebenermaßen dann doch ein bisschen lange, das Craften, ne? Ich weiß nicht. Oh, guck mal, ist das für Luftschiffe? Wie cool. Luftschiffplatz. Oh, ist das cool. Kann man dann noch in andere Regionen fliegen? Oh, es wird schon wieder Abend. Komm, das wollen wir aber heute noch schaffen. Müssen wir uns ein bisschen sputen? Ein bisschen sputieren. Guck mal hier. So. Ganz schnell mal kurz gucken, was brauchen wir nochmal gleich? Ich hab's schon wieder vergessen. Fein Lamba haben wir schon. 6-mal Bauholz. Okay. Wir haben jetzt 1, 2. Ach, jetzt macht er automatisch. 3. Ah, ich bin dahinter gekommen. 4, 5, 6-mal Bauholz. So. Und jetzt brauchen wir noch Nägel, hör mal. Hier. Jetzt, wo wir das auch hinter uns haben, ist es nur noch ein großes Zusammenwerfen der Einzelteile. Jeder Schritt in der Blaupause nutzt eine bestimmte Handwerkssituation. Station. Willst du was zersägen, dann ist der Sägetisch der richtige Anlaufpunkt. Willst du jedoch was montieren, ja, dann gehst du wohl lieber zur Montagestation. Macht Sinn, oder? Sicher. Du musst die Items links neben der Station setzen, das Ergebnis holst du von rechts. Wenn du mit der Mitte der Station interagierst, geht's los. Voll cool. Und sie gibt uns Nägel und Heuballen. Das sollte schon mal einiges an Zeug abdecken, das du für einen Trog brauchst.
Am besten fängst du beim Schlägetisch im Handwerksladen an und machst so ein schönes Bauhaus. Falls ich nicht auf den Kopf gefallen bin, dann brauchst du die Scheune und ein paar teure Gewände und ein Dach. Wenn du alles hast, kannst du die Scheune fertigstellen. Ich muss dich bestimmt nicht daran erinnern, wie du einen guten Bau zusammenwerkelst. Setz einfach ein paar Blöcke nieder und bau 4 schöne Wände. Vergiss die Tür nicht oder du hast ein echtes Problem an der Backe. Voll gut. Deck das dann mit einem kräftigen Dach aus Blöcken ab und halt das alles schön trocken. Es ist übrigens strunzegal, was du für eine Scheune baust. Wir haben eh keinen Bauplan. Bau einfach in einem Bereich mit den leuchtenden Würfelpartikeln und alle Idiot. Ich warte darauf, dass du wiederkommst und mir davon erzählst. Alles klar, Emma. Ich glaube aber, dann brauchen wir noch ein paar Blöcke für Holz, ne? Wir haben ja... Okay, wir haben 50. Ich versuche das mal mit den 50 zu machen. Komm, das schaffen wir noch in dieser Folge. Beeilen wir uns ein bisschen. Es wird ja auch gerade Abend. Dann haben wir für den Tag noch gut was geschafft. Bevor es Nacht wird, haben wir dann die Scheune fertig. Und dann ist unser Farmertag auch schon wieder rum. Und den ganzen Tag hat es geregnet. Nee, nee, nee. Und wir haben nicht mal was gesät. Der Jimmy wartet da vorne auf uns. So. Ach, jetzt habe ich die Tröge nicht gebaut, ne? Ich blöd, Mann. Okay, nochmal zurück. Kann ich sprinten? Shit. Aber das schaffen wir noch. Es geht mal gerade so auf den Nachmittag zu. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es noch. Schnell, schnell, schnell. Der Baumarkt? Wo war der Baumarkt? Da vorne. Oh, der muss natürlich auch so weit weg sein. Hat der Leitjan wohl nicht dran gedacht, dass man da noch ein bisschen was montieren muss? Eine Montagestation, wo nicht? Montieren. So, wir brauchen 6 Bauholz, 2x Feinlammer, 3x Nägel. Nägel. Bauholz. Und 2x fine Lumber. Das ist doch... Was ist denn jetzt hier los? 6x Bauholz, 2x, 3x... Ach, ein Heuballen. Ah, okay. Der Heuballen. Ein leerer Trog. Und jetzt kann ich das Ganze nochmal machen, weil ich es Okay, pass auf. Wo wir gerade mal hier sind, das machen wir mal eben. 1, 2, 3. Lalala. Und wir brauchen ganz viel von dem Holz. Man bräuchte noch eine zweite Säge, dann könnte man gleichzeitig und automatisieren müsste man das. Ach alles, da bin ich schon wieder bei Factorio und alles Minecraft auch. Oh, schon fertig? Okay. Aufheben. Und wir müssen jetzt ein... Mhm. Da kommt 2 raus, oder? Leider nicht. Aber jetzt müsste es doch schon gehen. 2x fine Lumber. Und... Wir haben nicht genügend Bauholz. Nein. Oh, Mist. Oh, komm, Mann. Ich will das heute noch fertig kriegen. Komm, schnell einen Baum fällen irgendwo. Wir beeilen uns. Oh nein. Tut mir leid, dass ich euch euer Stadtbild hier ein bisschen verhunze, aber wir brauchen ganz viel Bauholz, Bauwut. Und los geht's. Wie viel haben wir da schon? Ich kann es gar nicht sehen. 3. Okay, wir brauchen... 2, 3. Oh, und platzieren. Zack, craften und aufheben.
Sehr gut. Alles mitgenommen. Die ist schon gar nicht mehr da. Guck mal, sie hat schon Feierabend gemacht. Sie hat uns quasi... Es ist ja auch mitten in der Nacht. Oh, jetzt müssen wir schnell... So, Maximilian, mach's gut. Guten Abend, gute Nacht. Schnell nach Hause. Ich hoffe, wir begegnen keinem Zombie in der Nacht hier. So spät waren wir noch nie draußen unterwegs. Aber es scheint noch alles ruhig zu sein. Gut, dass wir Laternen auf dem Weg haben. Du wirst langsam müde. Ja, du, ich muss ja auch bloß eine Scheune bauen. Na, Jimmy, geht's dir gut? Oh, der schläft, oder? Im Regen, och, Jimmy. Na, klappt das wohl wieder? Nein, okay. Wo ist unsere Scheune? Jimmy, wo hast du mit unserer... Ach, da, da ist unsere Scheune. Ich würde sagen, wir versuchen nochmal eben die Scheune zu bauen. Komm. So, da muss ich das drin bauen. Okay. Also. What? Oh nein, ich glaube, ich bin auf dem Feld zusammengebrochen. Nein. Ich bin auf dem Feld zusammengebrochen. Frühling der Dritte, es hat aufgehört zu regnen. Ich habe draußen bei Jimmy geschlafen. Wir machen noch eben unsere Scheune fertig. So, bis hier muss ich. Bis da. So, so. Da kann ich. Doch, da kann ich. So. So, so. Bin ich richtig? Ja, ich glaube, ich bin richtig. Zack, zack, zack. Zack. Ich mache mal so eine doppelte Tür dafür. Für die Scheune. Hier so, so, so eine Dreiertür. So. Das muss alles da weg. Unkraut jäten. Zack, zack. Zack. Eine Sense. Ich habe keine Sense. Habe ich eine Sense? Jimmy, habe ich eine Sense? Oh, Jimmy hat kein Essen mehr. Und ich habe kein... Oh Mann, das geht ja jetzt schon gut los. Jimmy, isst du auch Rüben? Ich hätte noch eine Rübe. Das ist nur eine Hacke. Das ist keine Sense. Kann ich ja nicht einfach mit der Axt draufhauen? Ach, komm dann. Jimmy, ich gehe eben Essen holen für dich und dann hole ich auch gleich eine Sense, ne? Wenn dich das interessiert, mach gar nichts. Alles klar. Ich weiß, ein gutes Zeichen für ein Spiel ist es, wenn man die Folgen überzieht. Ich bin schon jetzt bei 23 Minuten, grob über den Daumen. Aber ist mir gerade egal. Wir machen das jetzt ein bisschen länger. Ich will wenigstens diese grundlegenden Sachen da haben. Das muss doch möglich sein. Ein bisschen Hundefutter brauchen wir eh. Das können wir nochmal eben schnell machen. Guck mal hier. Das kommt mal hier hin. Die beiden Tröge kommen jetzt auch erstmal dahin. Guten Tag, morgen, live, wie geht's? Ich brauche eine Sense. Hast du Sensen? Sag mal live, hast du eine Sense? Du hast eine Sense. Zack. 30 Pinunsen, das können wir mal machen. Hundefutter live, hast du Hundefutter? Tierfutter. Ist das das Richtige? Das ist für Kühe, ganz offensichtlich. Da unten, Tierfutter für Hunde. Oder auch das, das ist ja das Gleiche. Ich kaufe mal zwei. Ich habe gleich mal zwei gekauft, live wohl. Das bin ich gleich noch Rücken zudrehen. So, guten Morgen, Ria. Guten Morgen, Cosmo. Wo geht's? Wo geht's? Wo geht's? Da geht's. So, guck mal, jetzt haben wir eine Sense. Dann können wir wenigstens schon mal die Grundmauern für unsere Scheune fertig machen. Das möchte ich in dieser Aufnahmesession noch machen. In dieser Folge. Und nächste Folge bauen wir die Scheune dann fertig. Und dann gucken wir mal, was es mit den Kühen auf sich hat. So, jetzt bekommt Live erstmal wieder ein bisschen Futter. Guck mal, Live, Frühstück. Guck mal, lecker wohl. Ja, das ist lecker, kleiner Mann. Habe ich gerade Live gesagt? Ich meine natürlich, Jimmy bekommt Frühstück. Ich bin völlig auf Scheune fixiert hier. So. Oh, guck mal da. Beutel mit gemischten Samen. Alles klar. So. Ist da jetzt schon... Ich
glaube, ich muss das hier aber auch ernten, ne? Das muss ja hier frei sein. So, und so, und so, und so, und so, und so. Und so senden wir uns hier unseren Platz hier schön frei. Und haben noch ein paar Samen bekommen. Okay. Gut, ihr Lieben. Unser Fundament, sage ich jetzt einfach mal, für die Scheune steht. In dieser Folge haben wir viel geschafft und viel gelernt übers Craften. Und ich finde das Crafting-System sehr gut, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen frickelig ist. Ich bin gespannt, ob sich da noch was tut. Wenn nicht, wäre es aber auch nicht schlimm. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge wieder gefallen. Mir auf jeden Fall. Mir gefällt das Spiel auf jeden Fall. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bei wahrscheinlich der letzten Folge von diesem Light On. Light On Staxel. Da bauen wir diese Scheune und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Macht es gut. Bis dahin. Euer Leitjan.